Hallo Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag und ich bin jetzt in Berlin, stehe direkt vor der Huber Arena und werde jetzt gleich das Final Four besuchen. Erste Mal überhaupt für mich, ich bin richtig hyped und werde euch in diesem Vlog auch mitnehmen. Platz und während ich das mache, erzähle ich mal ganz kurz, wie es dazu kam. Ich bin hier und heute da dank Ultimate Champions. Das ist ein Basketball-Fantasy-Game, was ich jetzt auch seit einiger Zeit spiele mit allen Euroleague, allen Eurocup-Teams. Ich habe mir ein richtig cooles Team auch zusammengestellt, voller Spieler, die jetzt in diesem Wochenende noch dabei sind und kann es kaum erwarten zu schauen, wie die jetzt auch entsprechend performen und dann entsprechend mein Team auch gut punktet. Genau. Sehr gespannt, wie der Platz aussieht. Essen war sehr gut. Bisher hat alles wunderbar funktioniert und jetzt freue ich mich auf viele, viele Stunden hochkarätigen Basketball. Halbfinale ist zu Ende. Athen hat deutlich gegen Istanbul gewonnen. Stimmung war insane. Also wirklich sowas, ja, erlebt man in keiner NBA-Arena, nicht mal irgendwie in den Playoffs. Jetzt zweites Halbfinale. Mal gucken, wie Madrid sich schlägt gegen Piraeus. Und ich muss sagen, fantasymäßig läuft. Nan hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Sehr zufrieden. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Spiel ist vorbei. Jetzt 10 Minuten Fußweg zum Ostbahnhof. Boah, bei dem Wetter, sehr schön. Naja, Spiel ist vorbei, war jetzt leider nicht mehr wirklich spannend. Real ist relativ früh, relativ deutlich weggezogen. Ja, deswegen war jetzt nicht mehr spannend, aber
trotzdem cool. Und jetzt dann Real gegen Athen im Finale übermorgen. Ich freue mich. Hoffentlich dann bei besserem Wetter. Hier in Berlin, heute am Sonntag. Ich bin hier gerade im Kraftclub. Hier ist ein großes Fan-Event, organisiert von Turkish Airlines. Und mal schauen, was jetzt hier so geht. Nach dem Kraftwerk geht es jetzt zur Arena. Ich bin ein kleines bisschen spät dran für Spiel 3. Aber es geht ja dann eben mehr um das große Finale nachher zwischen Athen und Madrid. Auch heute wieder mein Fantasy-Team bei Ultimate Champions am Start. Ich habe ein bisschen was geändert. Ich bin gespannt, wie es läuft für mein Team. Habe ich hier mal eingeblendet, wie man spielt und wie das Ganze aussieht. Ich muss mal betonen. Für alle Fantasy-Basketball-Fans, für alle Euroleague- und Eurocup-Fans ist das auf jeden Fall was. Genau, ich nehme mich jetzt mit in die Arena rein und dann gucken wir mal. Mein Tipp für nachher lautet auf jeden Fall Real Madrid. Und dann gucken wir mal, wie es dann am Ende wird. Das Spiel um Platz 3 ist beendet. Istanbul hat verloren, Piräus hat gewonnen. Ist am Ende noch mal richtig knapp geworden. Fast hätten wir noch eine Verlängerung gehabt. Aber naja. Und jetzt Stunde Zeit, ich was essen und dann ist Großfinale.
Was für ein unfassbares Finale. Unglaublich. Athen hat gewonnen, es war ein Krimi. Unfassbare Stimmung hier drin. So was habe ich noch nicht erlebt. Da kann sich die NBA eine Scheibe von abschneiden. Was für ein unfassbares Game, was für ein unfassbares Wochenende. Athen hat gewonnen, den amtierenden Champion aus Madrid geschlagen. Es war ein unglaubliches Heimspiel für Athen. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Die Halle war komplett grün. Der absolute Wahnsinn. Es war eine geile, geile Experience. Das erste Final Four, was ich jemals miterleben durfte, wird hoffentlich auch nicht das letzte bleiben. Genau, an der Stelle danke an Ultimate Champions für das Ticket und für diese Experience. Checkt das Game gerne aus. Fantasy Basketball, alle Euroleague, alle Eurocup Games. Ich werde gleich mal nach dem Video Hotel checken, wie mein Fantasy Team performt hat. Ich habe euch den Link unten in die Videobeschreibung und den eigenen Kommentar gepackt. Checkt es gerne aus. Und danke fürs Anschauen dieses Vlogs. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao.